Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 Next Gen Update 2024. Modded mit Sim Settlement 2 und ein paar Kleinigkeiten. So, was haben wir denn hier? Sag mal, steht hier ein Auto? Oh. Ich habe keine Munition, wir gehen weiter. Ja. Wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren alles, bis wir an einen Ort kommen, wo wir Munition herkriegen. So. Na, ploppt denn mal auch was auf? Warum ist das eigentlich so? Das muss ich mal kurz schauen. Anzeige. Ist alles so. Bla 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 bla. Ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Ja. Dann folge mir und halt die Klappe. So. Ja, ich weiß hier. Ich habe aber keine. Aber ich. Keine Auftragsschule. Ich kann so viele Aufträge annehmen. Ja, Tochchen. Kleiner Ruckler wieder. Ach komm, wir reden mit ihr. Sie ist das doch, glaube ich, oder? Hallöchen. Mr. Handy. Nein, du nicht. Wo ist denn die? Ach, da. Hallöchen. Auf sehr weit. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Aha, das ist raffiniert. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Roboter, die auf einer Farm arbeiten, was? Sachen gibt's. Und ihr arbeitet gerne so viel? Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Du scheinst etwas verwirrt zu sein, Liebling. Du bist viel zu jung, um dich an Dinge zu erinnern, die vor dem Krieg geschehen sind. Ist eine lange Geschichte. Natürlich, Liebling. Eine Frau weiß, wann sie keine weiteren Fragen stellen sollte. Also, wo war ich? Genau. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Uah, jedes Mal, wenn das Ding dich Liebling nennt, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ja. Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Es ist furchtbar. Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könnte
könntest du uns vielleicht helfen? Ja. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Mhm. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Okay. Ja, wenn ich dann mal Munition habe, auf Wiedersehen. Los, weg hier. Da gehen wir auch nicht hin. Wir gehen nirgendwo hin. Einfach nur weg. Nach Hause telefonieren. Oder zumindest. Da ist ein Auto runtergefallen. Da bewegt sich auch irgendwas da hinten. Ich habe Angst. Ich habe keine Munition. Da sind sowieso nur wieder Ghule. Hier, was kann hier schon kommen? Ein Skorpion. Oder so. Oder ein paar Hirsche. Waren hier nicht auch die mal? Die Sonne geht unter, die Irren kommen raus. Voll daneben? Bist du besoffen? Ich bin besoffen. Du schon sagen. Stirbst du jetzt mal? So echt jetzt. So. Die sind doch sonst mal weggerannt. Was ist los mit denen? Ja, ist bei mir viel besser aufgehoben. Hast schon recht. Denn ich kann das braten. Und so. Ach, ich dachte schon, noch ein Hirsch. Junge, so, tut mir leid. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Companeros, Melody. Ich habe gehört, du hast nicht so viel zu tragen. Das müssen wir ändern. Na komm, put, 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 put. Ich sag ja, du hast nicht so viel. Guck mal, du kannst das hier nehmen. Und das. Danke dir. Okay. Ja, da geht es ab nach Hause. Kommen wir eigentlich bei Dings da vorbei? Ja. Wäre gut möglich. Da ist niemand. Nein. Einfach warte. Echt jetzt? Das dauert nicht lang. Braver Hund! Du
habe keine Stimpacks mehr. Alles für dich ausgegeben. Gut genährt. Meine Arme sind gebrochen. Ich treffe nicht mehr. Doc Meat. Doc Meat, hey. Los. Angreifen da. Geh dorthin. Ja. Ich erledige das schnell. Oh, viel halte ich nicht mehr aus. Ja, war klar. Ohne Stimpack, gebrochene Arme. Wann wurde gespeichert? Da wurde gespeichert. Ja, ich habe eine Mod, die installiert, die Fallen Hills Mod. Und jetzt sagt es mir, es ist irgendwie ein Workshop. Sagt irgendwie, ist fehlerhaft. Vielleicht muss ich Workshop nochmal neu installieren. Ich habe jetzt keine Bock. Groovy, abgefahren. Nein, das ist ein Bär. Wir haben. Na, Bambi? Was ist denn mit euch los? Ich lasse euch jetzt am Leben. Ich will doch nur nach Hause. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Was ist jetzt dein Problem? Komm, Piper. Ich weiß, du hast Probleme mit deiner Schwester und Kukagi. Was ist hier? Kühlschrank. So, so. Bist du ein Händler? Bist du ein Händler? Hallo? Hi. Hey. Hey. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Ja, ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich muss niesen. Katzenfleisch. Oh, okay. Jeder, wer mag. So. Die kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Und was gebe ich dir dafür? Ich gebe dir der Fliegenfleisch. Ein Buff out. Dann. Hier
Nein, das gebe ich dir nicht. Jet kannst du ein bisschen haben. Ein bisschen mehr. Medex. So. Mentates. Psycho. Genau. Und dann würde ich sagen, annehmen, danke. Weil 8mm Patronen habe ich. Die brauche ich nicht. Schießen wir da rum. Was ist da? Da wollen wir auch nicht hin. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Komm schon her, du Fixer! Rein abschauen. Was war das? Okay. Nein, ich will nicht das Huhn. Ich will nicht das Huhn. Raider. Nein, nicht Melody. Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Ist nicht wichtig, ist einfach nur du. Lass los, verpiss dich! In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Ah! Oh! Genau. Hier leuchtet was. Pilze. So, was hast du Gutes? Hatten die was Brauchbares dabei? Bist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Mit Taschen und Lederrüstung. Das hört sich gut an. Dann kann ich vielleicht nachher mal schauen. Eine siffige Matratze brauchen wir nicht. Doch noch eine Leiche. Ich, das sollte auch mal Licht anmachen. Nee, da war noch eine Leiche. Ich habe da noch einen niedergeschossen. Was ist denn der? Hä? Nee, das ist ein Huhn. Der stand da. Dann habe ich Peng gemacht. Ja, okay. Was soll's? Pech halt. Aber nein, wieso? Da war ein Räderabschaum, den habe ich doch... Verstehe ich nicht. Von da gekommen. Aber so zielt irgendwie. Ich könnte auch mal eben meine Waffen wieder. Jetzt muss ich mal schauen. Dahin. Dieses Schrottding, ja, ich muss es nehmen. Und dahin. Flinte. Nein. Wenn ich mal was von deinem wertvollen Zeug für dich tragen soll, sag es einfach. Ja, ja, ich sag dir Bescheid. Bevor es nicht. Das heißt dann. Warte mal. Ist er nicht aber eine Viehfarm hier in der Nähe? Huch. Auf dem Holzweg, oder? Das ist hier eine Hütte. Da ist Licht drin. Ja, und Kollegen sind auch wieder da. Ach, kommt. Wo sind die denn nun hin?
habe keine Stimpacks für euch. Macht, was ihr wollt. Spiel. Bitte jetzt. Du legst dich mit dem Besten an. Wo sind sie denn? Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. McCready, ich bin stolz auf dich. Hab ich ja schon gesagt. Und auf euch alle überhaupt. Wo sind jetzt die Leichen zum Looten? Ja. Wo sagt die Piper? Ich bin fest. Ja, sorry, ich bin Schisshase, was das angeht. Mein Leben. Ich renne um mein Leben hier. Ich dachte, das wäre ein Heft. Ja, was gibt's denn hier? Root Cellar, was gibt's denn da unten? Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Halt die Klappe. Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Wir bauen und KKG und... Und so... Brauchen wir immer. Und Superkleber und Aluminium ist auch sehr selten. Nehmen wir auch mit. Je eher wir aus dieser Strahlung rauskommen, desto besser. Lange halten wir in dieser Strahlung nicht durch. Macht ihr mal. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Nun, so. Wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Nein, braucht ihr nicht mehr. Klebeband. Wecker, warum nehme ich einen Wecker mit? Ich weiß es nicht. Ein echter Klassiker. Lass doch was von dem Müll liegen. Das ist doch wohl nicht das, wofür ich es hatte. Na, also. Als Kind habe ich solche Comics gesammelt. Gutes Buch? Hey, pst, komm her. Hey. Kannst du noch was tragen, Doc Meat? Schnell hier raus. Aber das war's? Sonst gibt's hier nichts? Langweilig. Okay, wir lesen noch. Sterbe. Da! Eine. Sehr schön. Absichtserklärung. Dies wird mein erster und einziger Eintrag sein. Ich bin ein freidenkender Bürger der eines großen Vereinigten Staaten. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie die Regierung die Köpfe ihrer Bürger mit Werkzeugen wie dem elektrischen
Turm infiziert, den sie in meinem Vorgarten errichtet hat. Ich schwöre, dass ich dieses Werkzeug zur Gedankenkontrolle vernichten werde und habe bereits mit dem Bau einer Bombe begonnen. Wenn ihr das hier lest, wurde ich entweder getötet oder in ein Verhörzentrum der Regierung verschleppt. Die Nachrichten werden garantiert die Wahrheit verzerren und mich als kommunistischen Verräter brandmarken. Oh, sorry. Lasst alle wahren Patrioten wissen, dass all meine Handlungen aus freiem Willen und für das Wohl meines Landes geschehen. Jawohl, ja. Deswegen bist du auch ein Kuh. Komm, lass uns raus. Raus! Raus! Ich will doch nur nach Haus. Ich bin doch wie E.T. E.T. will auch nur nach Hause. Den Film E.T. habe ich, als er ins Kino kam, gesehen. Seitdem auch nie wieder. Hier stimmt was nicht. Ja, hier stimmt absolut nichts, weil ich nicht mehr weiß, wo wir sind. Wenn ich dahin gehe, da sind bestimmt irgendwelche Feinde wieder. Jetzt gehen wir hier entlang. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß, wo wir sind. Nein, spiel nicht immer. Ich muss mal eben hier Redaway nehmen. Hungrig? Okay, hier hast du ein Steak. Noch ein Steak. Gut, Lust haben wir auch. Das können wir nachher machen. Sind in Kongo. Ich glaube, er wollte auch was. Ah, da ist City. City Radio. Wo ist der? Was will er? Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, wo der ist, aber wir machen mal das Radio aus, wenn ich es denn finde. Lalala, wo war das denn? Ich hab keine Ahnung. Da 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 da. Wo ist das denn? Da, vor meiner Nase. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ne, ich dachte, der wollte was zu uns. Hieß es nicht auch, wir sollen sein Radio abhören? Checks privat. Ich höre so schlecht. Ich mache mir nicht die Mühe, darauf zu antworten. Ich kann dich durch deinen Peep-Boy nicht hören. Außerdem ist das hier voraufgezeichnet. Ich habe neulich... Warte. Ja, das Problem ist halt Musik. Und wenn ich Radio lauter mache und irgendwo kommt Musik... Aber okay. ...über den Komma hab. Nach ein wenig Bastelei, ein paar ausgetauschten Teilen und einer Menge Fluchen habe ich es... immer noch nicht geschafft, ihn einzuschalten. Ha, nicht gerade die beste Nachricht, ich weiß. Aber es hat sich herausgestellt, dass zu viele seiner Teile unbrauchbar geworden sind. Aber es gibt gute Nachrichten. Ein Bekannter von mir hat ein wenig nachgeforscht und wir haben eine kleine Entdeckung gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass es in der Innenstadt von Boston ein Gebäude gibt, in dem wir vielleicht einen zweiten Komhab in besserem Zustand finden. Diese Nachricht sollte eine Aktualisierung der Markierung auf der Karte deines Peep-Boy auslösen. Ich werde dort auf dich warten, wenn du diese Nachricht hörst. Dies ist eine Aufzeichnung. Also, okay, ich weiß schon. Ja. Ja, jetzt nicht. Wir gehen nach Hause. Ich muss wirklich sagen, der Modder hat sich sehr große Mühe gegeben. Okay, ist es von KI, AI? Wie sagt man dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu alt für sowas. Gesprochen?
Aber trotzdem ist es viel Arbeit. Jede einzelne Line. 17.000 Lines oder sogar mehr. Einmal mit deutschen Untertiteln und dann noch mit deutscher Sprachausgabe. Ja, Spiel, ich weiß Bescheid. Dass das hier nicht deine Lieblingsstelle ist. Also, Hut ab. Ich finde das klasse. Vor allen Dingen für uns. Die kann Deutsch verstehen. Ja, ich weiß nicht wirklich. Woran das liegen könnte es. Boah. Ich hab keine Ahnung. So verruckelt und duckelt. Endlich daheim. Geh jetzt auch erstmal. Schlaf. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. McReady da ist? Ah, Carla ist da. Warte mal, habe ich was zum Verkaufen? Ja, das hier. Sonst Waffen. Zwei Fatmen. Das Scheißding auch. Das auch. Das lasse ich mal drinne. Das kriegt Piper eventuell. Das weg. Das weg. Wie viel Müll willst du eigentlich noch mitschleppen? Ich muss das verkaufen. Ich nehme dir was ab, bevor nein, du brauchst mir nichts abnehmen. Ich. Hey, Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Ja, guck mal erstmal mein Angebot. Guck mal. Das kannst du haben, das. Das tolle Ding kannst du haben. Das. Und das. Ja, das auch. So, und jetzt kannst du mir dein Angebot zeigen. Ich brauche Munition. Bester Code. Nein. Hast du Fleisch? Stimpack hat sie 50 Stück. Puh. Ich brauche erstmal Munition. Gerne hiervon. Was brauche ich dafür? Für die Kampfflinte Schrott. Da habe ich noch 70 Schuss. Okay. Schrott habe ich keinen Bock drauf. Pistole. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals 38er kaufe. Nein, es ist wirklich so. Eigentlich braucht man das nicht. Man findet das so häufig. Hat sie denn... Nein. Zwei Stück. Muss ich so viel blechen? Was kann ich ihr denn noch geben? Ach ja. Das Ganze haben. Aufbereitetes Wasser. Ich hole mir gleich neues. Buff-Out. Buff-Tets. Daytripper. Brauchen wir alles nicht.
Keine Macht den Drogen. Ja. Mach ich eine Pissbombe selber? Ja, Psycho. Okay, dann hätte ich gerne noch ein bisschen. Ging es noch so schnell dran? Zwei. Okay. Entschuldigung. So. MacReady. Oh, komm hier. Komm her. Hier drüben. Ja, alles klar. Jetzt krieg ich den. Sag nicht, ich krieg ihn nicht aus seiner Power-Rüstung. Aufgepasst. Brauchst du was? Das geht. Ah. Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Kein Problem. Danke, MacReady. So. Stell ich den nämlich auch da irgendwie ab. Erinnere mich dran, mich nicht mit dir anzulegen, wenn du in dem Ding bist. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. So. Okay. Erstmal diesen, wo haben wir den? Fusionskern. Da. Brennstoff kann man auch reinlegen. So, jetzt erstmal. Wo ist eigentlich Preston? Danke. Einmal pumpen reicht. Weil es würde mich schon interessieren, wo der olle Preston ist. Ist er eigentlich jemals hier angekommen? Weil ich ja kein Medipack hatte, ist der ja fortgegangen. Ah, Kotzwerf. Da bist du ja. Kotzwerf, du kommst wieder mit. Was ist los, mein Junge? Ich weiß, ich brauche Reparatur. Darf ich Sie begleiten, Ma'am? Ja, natürlich. Ich komme ja mit. Danke, Ma'am. Bitte. Keine Sorge, Junge. Dein Frauchen ist in guten Händen. Da hat er sofort eine andere Stimme gehabt. Okay. Ist auch soweit alles okay, ne? Häuschen und so. Was ich eigentlich nicht mehr geguckt hatte, können wir ja mal kurz reingucken. Aktivieren. Gebäude ändern. Ne, ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Naja, ist okay. Wo ist eigentlich... Horus nicht betreten. This is weird. No. Habe. Ja, ja,
Eieieiei. Transfer? Irgendwas? Nee, die Brauchrüstung ist total im Arsch. Und wer hat die da hingestellt? Idiot. Pressen. Eigentlich habe ich jetzt Mist gebaut. Ich würde den zwar eigentlich da stehen lassen. Nein. Du, Kristen. Egal, als Deko. Nein, das ist scheiße. Weil ich hier ja auch bauen will. Steht das blöde Ding jetzt im Weg. Ich sag ja, Idioten. Hab ich mein Bett hingestellt. Ich gehe jetzt schlafen und beende den Part. Ja, endlich zu Hause angekommen. Genau, ihr Lieben. Mume, Muma. Kühe sind auch hässlich. Immer noch. Nein, nix. Geputzt wird hier auch nicht. Hier ist mein Bett. Hey, raus aus meinem Bett! Ich leg mich jetzt dazu. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.